Geschäftsstrategie Entwicklung Teil 3.1. Die Five Forces. Michael Porter hat die Five Forces ins Leben gerufen, um Analysen von Firmen zu machen, um deren Risiken oder Drohungen von der Außenwelt von Firmen rund um sie herum zu beurteilen. Und das sind die Five Forces. Zum ersten sind das die Buyers. Das können Kunden sein, das können aber auch beispielsweise Händler sein. Eine der Gefahren, die da von außen kommen könnte, wäre beispielsweise das Insourcing. Das heißt, dass Themen, die ich heute dem Kunden verkaufe, in Zukunft intern gelöst werden. Dann haben wir den zweiten Teil, da sind die Suppliers. Da sind Möglichkeiten, Abhängigkeiten, was die Ressourcen betrifft, personell oder vielleicht auch materiell, aber dann natürlich auch der Preis. Also wenn ich nicht eine Alternative eines Suppliers habe, dann ist die Chance sehr groß, dass der mich im Preis dann auch hochziehen kann. Dann das dritte, das sind die bestehenden Mitbewerber. Was drohen dafür Gefahren? Klar, die können in neue Bereiche reingehen, die können neue Angebotsthemen aufreißen. Da muss ich schauen, dass ich dabei bleibe. Kann aber auch sein, dass die fokussieren und in eine Nische reingehen. Also auch etwas, das ich beobachten muss. Dann der vierte Teil, das sind die New Entries, also Firmen, die neu reinkommen. Das sind aber keineswegs neue Firmen. Das sind meistens sehr gut etablierte Firmen mit einem starken Brand, die bisher aber in einem Bereich waren, in dem ich heute tätig bin, waren die noch nicht tätig. Und die dringen jetzt da ein. Und da kommen sie natürlich mit ihrem starken Brand und gegebenenfalls auch schon mit der Kundenbeziehung einfach rein und können mich deswegen dann verdrängen. Und die letzten, das sind die Substitutes oder die Disruptoren. Das ist klar, das sind meistens Firmen, die noch nicht im Markt waren. Das sind Themen, die wir nicht auf dem Radar haben, meist technologiegetrieben. Auch das sollte man screenen und schauen, ob da was reinkommt. Ein klassisches Beispiel ist Uber für die Taxi-Industrie. Das also die Five Forces von Porter. Beim nächsten Mal schauen wir an, wie das ganze Thema post-Corona-mäßig ausschaut. Mich würde natürlich interessieren, wie ihr diese Art von Analyse beurteilt.